Ja, brisant die erste im neuen Jahr, das klingt doch gut. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Wir hoffen, Sie sind gut rübergekommen in das neue Jahr. Über die Silvesternacht, die größeren Katastrophen, die es da so gab, werden wir auch gleich noch ein bisschen reden heute in der Sendung. Und über singende Weltmeister und das erste Glücksschwein in diesem Jahr und warum sich auch Helene Fischer freuen kann. So zusammen gibt es das heute nur in brisant. Legen wir los. Erstmal wollen wir darüber reden, wie das passieren konnte. Dass drei Menschen in der Silvesternacht durch Feuerwerkskörper ums Leben gekommen sind. Was sind das für Dinger, die einem Menschen quasi den Kopf wegschießen können? Wo kommen sie her? Was steckt da drin, dass sie so laut und gefährlich macht? Und was riskieren die Menschen, die solche Böller hochgehen lassen? Öffentlichkeit. Das wird uns also sicherlich weiter im neuen Jahr noch beschäftigen. Ja, nun gucken wir erst einmal auf die Straße. Es ist auf der Straße nicht immer nur sicher. Warum werden Autofahrer zu Geisterfahrern? Warum gibt es deshalb immer wieder Tote auf den Straßen? Diese Fragen stellen sich jetzt nämlich aktuell mal wieder. Das sind dann immer wieder Einzelfälle, über die wir dann hier reden. Und doch fragt man sich, wo liegen die Gründe? Wie sind Geisterfahrer zu stoppen? In dem aktuellen Fall aus Niedersachsen wurde ein Mann zum Geisterfahrer, der vor der Polizei geflüchtet ist endlich zurück nach Hause können. Das ist Ihr Wunsch an das neue Jahr. Es geht jetzt um die Menschen, die vor zwei Monaten schwer getroffen wurden. Das war bei der Gasexplosion in Ludwigshafen mit zwei Toten damals. Das waren ganz dramatische Bilder. Viele erinnern sich vielleicht. Die wurden damals die Schäden verglichen mit Zuständen wie in einem Kriegsgebiet. So schlimm hat es die Menschen dort getroffen. Eine Frau, die damals ihre Wohnung verloren hat, die erzählt uns jetzt, warum sie sich nach dem Unglück im Stich gelassen fühlt. Obwohl es eine große Spendenbereitschaft danach gab und auch versprochene Soforthilfen. Er bekam heute gleich viele große Schlagzeilen. Uli Hoeneß, der ist nämlich zurück bei seinen Bayern. Das wird ihn sicherlich freuen im neuen Jahr. Und damit ist er auch nur noch nachts im Gefängnis. Was sonst noch passiert ist, sehen wir jetzt kurz und knapp Meldungen. Na, das muss ja Glück bringen fürs neue Jahr. So, was haben wir noch? Krimi, Tränen, große Gefühle. K.O.-Weltmeister Christoph Kramer erzählt uns jetzt, warum wir heute Abend unbedingt Fernsehen gucken. Er wird es auf jeden Fall tun. Ja, das ist sie und das ist der Film dazu. Die Mannschaft heute Abend kommt der Film nun endlich, der Weltmeisterfilm. Und wir haben dazu einen Weltmeister und großen Gewinner dieser WM getroffen. Auch wenn er sich, das ist sein Schicksal, ans Finale nicht mehr erinnern kann, erinnern wir natürlich noch. Er ging nämlich K.O. 43 Minuten hat er gespielt, Christoph Kramer. Trotzdem hat diese WM für ihn alles verändert. Und heute Abend ist er zu sehen in diesem Film unter anderem mit einer legendären Gesangseinlage. Danach fragt man sich nicht mal, warum er besser Fußball spielt. Großer Spaß! Ja, abschließend können wir sagen: Das Singen überlassen Christoph Kramer und ich dann doch besser Helene Fischer. Die kann es. Wenn es auf der Habenseite so richtig stimmt, dann kann man natürlich auch riesengroße Urlaube machen. Und St. Moritz behauptet, den Wintersporturlaub an sich quasi erfunden zu haben. Und gerade wird das sehr groß gefeiert. Und als Beweis dafür, dass es dort eben so wunderschön ist, werden immer sehr gern prominente Gäste erwähnt. Und da waren schon viele, Brigitte Bardot, Robbie Williams, Boris Becker, waren alle schon da. Nicht unbedingt, weil sie so begeistert und großartig skifahren, sondern weil man sich dort eben mal zeigt. Angefangen hat die Idee mit dem Wintersport in St. Moritz übrigens durch eine Wette. Schöne Geschichte. Das war noch vor Boris Becker Zeiten. So, das war's jetzt mal mit den prominenten Besserverdienern. Denn Berühmtsein schützt ja nicht immer vor finanziellen Fehlern. Und dann kann es durchaus auch mal ernst werden. Das erlebt nämlich Martin Semmelrogge gerade. Und man sollte im neuen Jahr nicht unbedingt mit den guten alten Traditionen brechen. Dazu gehört auch unser gemütliches Sofa und der Tatort aus Wien. Warum wir Harald Krasnitzer und Adele Neuhauser so sehr mögen, das ist eigentlich ganz klar. Die beiden sind sehr sympathisch, haben Humor und mögen sich auch abseits der Kameras. Und wir finden, das merkt man. Und äh, sie zeigen uns, dass Wien auch eine wunderbar dunkle Seite haben kann. Wo haben wir uns deshalb mit den beiden zum Interview getroffen? Auf dem Zentralfriedhof. Also so richtig schön gruselig und sehr lustig war es, allein wenn man sich mit diesen beiden hier verabreden will. Ziemlich mörderisch. Nichts für schwache Nerven unser Ende heute der Sendung. Wir sagen Tschüss für heute. Morgen gibt es keinen Brasant. Erst Montag wieder. Dann begleitet sie Camilla Senio durch diese Woche. Viel Spaß, ein schönes Wochenende, schönen Abend. Tschüss.